Und wir finden es automatisch da wieder. Das ist doch super. Du bist der Mediker Torregent, nicht wahr? Es war nicht leicht, zu dir zu kommen. Ich sehe natürlich, dass du nicht der bist, für den du dich ausgibst. Das ist hier in Elmodata keine Seltenheit, aber in deinem Fall muss ich mich schon über dein unbesonnenes Verhalten wundern. Du weißt, wer ich bin? Der implantierte Zellaktivator in deiner Schulter war bei meinen Scans schwer zu übersehen. Ich wollte ihn mir gerade genauer ansehen, aber da bist du aufgewacht. Du solltest dich noch etwas ausruhen, bis dein Körper sich beruhigt hat. Die Platzwunde an deinem Hinterkopf ist schon wieder geheilt, aber das Drogencocktail, das du zu dir genommen hast, war nicht gerade was für Schulknaben. Wie lange war ich weg? Nur keine Angst. Seit du in der Bar das Bewusstsein verloren hast, sind gerade einmal 25 Zentitontas vergangen. Du hattest Glück, der Barbesitzer ist ein ehrenwerter Charakter. Gut. Fragen. Zu viel Aufregung ist jetzt nicht gut für dich. Entspann dich. Danach kannst du deine Suche wieder mit neuer Energie fortsetzen. Hallo, im Kopf. Zu viel Aufregung ist jetzt nicht gut für dich. Dann scannen wir noch mal ein wenig. Was haben wir denn? Wir haben dann eine Liege. Wir haben hier... Ein Glück, dass ich nicht darin wieder zu mir gekommen bin. Sieht aus wie ein Foltergerät aus dem Mittelalter der Menschheitsgeschichte. Ja. Ein Glück, dass ich nicht darin wieder... Ein Glück, dass... Ein Glück, dass... Der Kontakt mit anderen Klienten ist nicht erwünscht. Die Gefahr einer Kontamination ist sehr hoch. Ich bitte, das zu respektieren. Okay. Achso, warte mal. Aber jetzt doch, ne? Ja, Mensch, was weggeschmissen. Was nicht passt? Ich lege mich nicht wieder hin. Auch wenn der Mediker mir dazu rät. Dann ist natürlich die Frage, ob wir noch was übersehen haben. Den Ausgang zum Beispiel. Ja. Wenn du nicht freiwillig liegen bleiben willst, sehe ich mich gezwungen, dir ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Wenn du nicht freiwillig liegen bleiben... Macht aber nicht. Dann müssen wir... hier, guck mal. Ich sorge mich um dein Wohlergehen. Für alles andere bin ich, glaube ich, nicht der richtige Ansprechpartner. Ein Glück, dass ich nicht darin wieder... Gut, das heißt, ich muss ihn irgendwie... Zu viel Aufregung ist jetzt nicht gut für... Ich sorge mich um dein Wohlergehen. Aramediker sind scharf auf alles, was nach unerforschtem Organismus aussieht. Torregent, ich habe hier die einzigen erhaltenen Überreste eines Elohim oder Yelozymii, wie die Arkoniden sagen. Ich wäre durchaus gewillt, ihn dir zu Untersuchungszwecken zu überlassen. Das wäre ein ziemlich seltener Organismus. Aber woher soll ich wissen, dass du mir keinen Posson-Kahlknochen andrehen willst? Den hättest du doch schon längst erkannt. Und du hast die Garantie des Residenten der Liga Freier Terraner. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Was willst du dafür? Antworten, Informationen und ausnahmsweise mal die Wahrheit. Ich bin nur ein Mediker. Was kann ich schon wissen? Tja, also, wir fangen mal an. Du musst verstehen, Resident, es gibt hier sehr mächtige Kräfte auf Gomkalidus. Kato da Trumord arbeitet hier schon so lange und ich bin nur ein Mediker. Kato arbeitet hier? Alleine für die Turazell oder für einen anderen Auftraggeber? Darüber weiß ich überhaupt nichts. Natürlich weißt du was. Aber du hast Angst. Gib mir einen Hinweis, sonst kommen wir nicht ins Geschäft. Aber wenn ich dir heute erzähle, was ich über Datrumord und seinen Auftraggeber weiß, bin ich morgen ein toter Ara. Und dann habe ich von diesen Elohim-Knochen auch nichts. Na gut, was haben wir denn hier mit... Tachyodaxena? Eine billige kleine Killerin. Wenn sie nicht von ihnen protegiert würde, wäre sie schon längst Hackfleisch auf einem Gefängnisplanet oder Versuchsobjekt für einen meiner Kollegen. Wer beschützt sie? Vor wem? Vor wem?
Vor dem Zugriff des göttlichen Imperiums der Arkoniden, würde ich sagen. Mehr kann ich dir über sie nicht erzählen. Na toll. Der verrückte Hamilton. Keiner weiß, wie er wirklich heißt. Er lässt sich hier regelmäßig durchchecken. Aber deine Behandlungen sind teuer. Wie kann er sich das leisten? Nun, er ist ein verrückter Abenteurer und Schatzsucher. Ich kenne niemanden, der so häufig und so lange in den unteren Ebenen war wie er. Die meisten finden dort nur Krankheit oder Tod. Nur so jemand wie Hamilton findet dort geheimnisvolle und wertvolle Dinge. Er tut mir einen Gefallen, ich tue ihm einen und uns beiden ist geholfen. Was ist in den unteren Ebenen? Die Krankheit, Tod und Verwesung. Nichts, was dich interessieren könnte, Resident. Aber wenn ich da nun unbedingt hin will, brauche ich dann nicht ein Antiserum, um mich vor der Krankheit zu schützen? Resident, wenn wir so etwas hätten, dann könnten wir ja die Quarantäne... Ihr habt es schon lange, ich kenne euch doch. Aber der Knochen der Ilochim scheint dich wohl nicht mehr zu interessieren. Es ist sehr schwer herzustellen. Die Kosten übersteigen das, was man für gewöhnlich für... Gib es mir. Ich zahle auch dafür. Ich muss es holen gehen. Hm. Na, das war ja einfach. Dann können wir jetzt mit ihm reden. Ha. Hallo. Hey, Fremder. Hast du vielleicht eine Zigarette? Nein. Nein, ich rauche schon lange nicht mehr. Macht nichts. Ist sowieso krebserregend. Ich bin Ulban Krems und du, was machst du hier? Laszlo Daikono. Ich suche Kato dort Humort. Er hat... Was auch immer. Wenn du den suchst, hast du schon verloren. Man nennt ihn hier Skorgon, den Unsichtbaren. Wenn du Fragen hast, solltest du leise sprechen und dich beeilen. Sie sehen und hören alles. Und wenn der Ara zurückkommt, ist Schluss mit lustig. Ja, ja, gut, gut, gut. Persönlich weiß ich über Kato gar nichts. Er ist sehr mächtig hier, aber es gibt weitaus potentere Kräfte. Was sind das für Kräfte? Wer kontrolliert diesen Planet? Der den Schiedfluss kontrolliert, hat wahrscheinlich die meiste Macht auf diesem verdammten Mond. Wer das genau ist, weiß keiner, aber es gibt einige, die behaupten, es sei ein allmächtiger Hacker namens Squatter Bat. Und die arkonidische Regierung? Die? Das göttliche Imperium lässt sich dafür bezahlen, wegzugucken. Die sorgen nur dafür, dass niemand außerhalb von diesem verkommenen Schandfleck erfährt, was hier wirklich abgeht. Aha. Nun gut. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bitte. Mir dreht sich der Kopf. Lass mich kurz in Ruhe. Mhm. Hamilton ist nicht verrückt. Jemand, der seit so langer Zeit in den unteren Ebenen ein- und ausgeht, muss einen glasklaren Verstand haben. Für uns Glücksritter ist er ein Guru, ein Lehrmeister. Alles, was ich über das Überleben dort unten weiß, habe ich von ihm gelernt. Ich habe gehört, er wäre auf der Suche nach irgendetwas tief unten in den Minen. Er sucht alles Mögliche dort unten. Das meiste davon vercheckt er bei Igasha. Die kennen sich gut. Ich glaube aber, dass er auch einen Deal mit den Aras hat. Aber wie das genau läuft, weiß ich nicht. Das kann doch aber nicht der Grund dafür sein, sich immer wieder in Gefahr zu bringen. Unter uns gesagt. Hamilton ist einer von denen, die davon überzeugt sind, dass Squatter Bat der eigentliche Herrscher von Gomkaledus ist. Seitdem ist er auf der Suche nach ihm. Da unten. Was sind die unteren Ebenen? El Modata ist ein einziges riesiges Bergwerk. Keiner weiß wirklich, wie groß es ist und wie weit es eigentlich hinunterreicht. Ab der 23. Ebene gibt es kein Licht mehr. Dort wartet der sichere Tod. Deshalb nennt man sie auch die schwarzen Ebenen. Sagen wir mal, ich wollte in die schwarzen Ebenen. Wie komme ich da hin? Wenn du da wirklich hin willst, kann ich dir einen Zugang besorgen. Kostet halt eine Kleinigkeit. Was immer du willst. Augen. Bevor ich aus dieser ausgedörrten Dreckswelt scheide, möchte ich nochmal aus richtigen Augen schauen können. Diese Billigimplantate der Aras sind die Hölle. Man sieht alles nur zweidimensional und verschwommen. Hm. Und wo bekommt man hier echte Augen? Keine Ahnung. Aber es ist ja auch nicht einfach, in die schwarzen Ebenen zu kommen.
Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Kontakt zu anderen Patienten unterlassen. Die Infektionsgefahr hier ist viel zu hoch und unsere medizinische Versorgung ist aufgrund der besonderen Umstände leider sehr eingeschränkt. Spar dir deine Standpauke. Also, hast du was für mich? Selbstverständlich. Was meinst du, warum ich so lange gebraucht habe? Du bist gesund. Wenn du mir also bitte folgen würdest. Ungern, aber scheinbar... Kommen wir zum Geschäft. Gib mir bitte dieses Gliedmaß. Da musst du dich leider noch etwas gedulden. Ich will vorher noch etwas für einen Freund besorgen. Und wenn ich wiederkomme, zähle ich weiterhin auf deine werte Unterstützung. Wie du meinst, Resident. Aber meine Geduld ist bald erschöpft. Und das Antiserum bleibt so lange hier. Viel Erfolg. Gut, wir brauchen also Augen. Was ist mit euch los? Ich kriege keine Luft. Hey, die sind schräg. Augen. Quarterbutt, so was ist mit ihr? Du bist wieder völlig geheilt. Allerdings solltest du in der nächsten Zeit davon absehen, Odore oder ähnliche Genussmittel zu dir zu nehmen. Du weißt ja, erhöhter Konsum von Genussmitteln kann zu Abhängigkeit führen. Mhm. Eoltoregent und sein Team wünschen dir gute Gesundheit. Sehr schön. Also, dann... Haben wir das ja super gemeistert. Tief in der unteren Ebene des Bergwerks soll es einen mysteriösen Hacker namens Quarterbutt geben. Er ist sehr mächtig hier und ist er vielleicht der gleiche wie der andere. Wie hieß der nochmal? Der hatte so einen doofen Namen. Vergessen, egal. Doch, warte, hier. Steht da was zu drin? Akademie? Nein. Und hier? Hier wussten wir von dem ganzen Schmarrn noch gar nichts. Und im Museum war, glaube ich, auch nicht davon die Rede. Okay. Gut. Also wir müssen mit der Verkäuferin ganz per Du werden. Und da würde ich ja fast sagen. Wir starten hier einfach nochmal einen kleinen Besuch ab. Jetzt irgendwas genaueres sehen? Nee, ne? Jetzt ist das... Gut! Was? Musch. So. Schätzchen, lass mal reden. Sieht mein Laden aus wie ein... Jo. So, ich brauche Augen. Ich kenne Ulban Krems. Ein Glücksritter wie Hamilton. Aber leider hat er nicht so viel Glück wie er. Seitdem trägt er diese erbärmlichen Sichtlinsen. Armer Kerl. Genau darum geht es, Igasha. Er will mir einen Zugang zu den unteren Ebenen besorgen, wenn ich ihm dafür echte Augen bringe. Echte Augen? Organhandel ist hier streng verboten, mein Süßer. Aber frag im Echodim nach Makroda Trang. Bei ihm bekommst du alles, was illegal ist. Organe, Drogen, Informationen, Auftragskiller. Mit einem schönen Gruß von mir. Das hier ist keine Tausch. Gut, dann... Hamilton, was weißt du über ihn? Nicht viel. Warum willst du das wissen? Erzähle mir bitte alles, mein Süßer. Es ist sehr wichtig für mich. Danach kannst du mich alles fragen. Weißt du, wo er ist? Ich habe nur gehört, dass er gerade eine längere Expedition in die unteren Ebenen macht. Oder vorbereitet. Mehr nicht. Ach, du bist ein guter Mensch, Schätzelchen. Tu der pleablen Igasha einen Gefallen und versuch den blöden Hamilton davon abzuhalten. Finde ihn und rede ihm den ganzen Blödsinn aus. Das führt doch zu nichts, außer in den sicheren schwarzen Tod. Wir haben hier also... Putz, geschafft. Sehr gut. Jetzt können wir sie auch endlich zu dem ganzen Zeug fragen. Da Trumord ist einer von ihnen. Das ist sicher. Seit einer Weile kommt und geht der, wie er will. Er hat sich schon fast jeden hier vorgeknöpft und zu allem Möglichen ausgefragt. Was man über Arachjeda und Schied weiß, zum Beispiel. Oder über irgendwelche Ilozimi. Siehste? Da muss ich passen, mein Süßer. Bist du dir sicher, dass die schon mal hier war? Wenn nicht, kann ich sie ja nicht kennen. Ah, so kannst du mir dazu versprich noch... Versprich mir, dass du ihn findest.
Wir haben genug, um hier irgendwie wegzukommen. Sag ihm das von mir, mein Süßer. Da geht doch was. Nach allem, was mir Hamilton erzählt hat, eine lichtlose, kranke Hölle. Nur Wahnsinnige gehen da freiwillig runter. Und ausgerechnet in so einen hat sich die pläable Igarsha verguckt. Bring ihn mir bitte zurück, mein Kleiner. Aber wenn du da runter willst, musst du dir vorher ein Antiserum besorgen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist schon angeleiert. Ach, ich weiß nicht, Jungchen. Der beknackte Hamilton ist überzeugt davon, dass es ihn wirklich gibt. Natürlich habe ich mich auch schon gefragt, wer das hier eigentlich alles regelt. Immerhin leben wir noch, uns geht es gut. Aber ob das dieser Quarterbutt ist? So, was war ich das kenne Ulban Krems. Ein Glücksritter wie Hamilton. Aber leider hat er nicht so viel... Genau darum geht es. Genau. Echte Augen. Echo-Dim nach Makro. Okay. Gut, danke. Echo-Dim nach Makro. Echo-Dim, das war die Bar, gell? Nee, gibt ja sonst auch keinen anderen Ort hier. Echo-Dim. Das ist wohl ein Club oder eine Bar oder sowas in der Art. Gucke mal. Kann ich dir vielleicht noch ein Odor anbieten? Nein, danke. Ich suche einen gewissen Makro da Trang. So, so. Und wie kommst du darauf, dass der hier ist? Igarsha schickt mich. Du willst also zu Makro. Weiß er, dass du kommst? Nicht, dass ich wüsste. Ah, dann könnte es sehr unangenehm für dich werden. Er steht nicht so auf unangemeldeten Besuch. Du findest ihn im Separé. Sag dem Türsteher, du willst zu Makro. Viel Glück. Nice. Mit mir redest du immer noch nicht, ne? Ja, ich unterhalte mich nicht mit Urwaldbewohnern. So. Das wird ja wohl das Separé sein, ne? Hier kommst du nicht rein, Braskoi. Ich möchte zu Makro da Trang. Ja, der ist hier. Willkommen. So einfach, hä? Alter, warte. Erstmal ein bisschen umblicksen. Schon wieder. Was soll denn das sein? Cyberporn? Ha! Dieser süßliche Geruch kommt mir ziemlich bekannt vor. Sheet. Für die einen ist das tödlich, für andere einfach was zu trinken. Ich bin hier, um die Tür zu bewachen. Ich beantworte keine Fragen. Ah, Veteraner. Ich habe dich schon erwartet. Die Buschtrommeln. Genau. So ist das in kleinen, überschaubaren Bezugsgruppen eben. Apropos, willst du, dass ich dich Resident nenne, oder darf ich Perry sagen? Sehr verschwiegen ist dieser Mediker wohl nicht. Traue niemals einem Ara. Aras sind überhaupt nicht kontaktfreudig, aber jeder hat seinen Preis. Was kann ich für dich tun? Ich will Augen haben. Ulban Krems schickt mich. Er möchte, dass ich ihm ein paar Augen von dir hole. Von mir hole? Von mir hole? Hör sich das einer an! Sehe ich etwa so aus wie ein Wohlfahrtsunternehmen? Was denkt sich dieser blinde Zanja eigentlich? Jeder hat seinen Preis. Du hast ja keine Ahnung, wer hier wem was zu sagen hat. Es gibt da allerdings etwas, das ich vermisse. Eine kleine Puppe. Du kennst doch diese Kreaturenpuppen der Blues. Alberner Aberglaube. Kann sein. Und? Nun, genau so eine ist mir abhanden gekommen. Sie hat mich an Vermögen gekostet. Deshalb hänge ich sehr an ihr. Eine naive Darstellung der blauen Kreatur des Rausches. Du weißt sicher, wie sie aussieht. Warum suchst du sie nicht selber? Oder lässt deine Männer suchen? Tja, das ist sehr aufwendig und wir sind sehr beschäftigt. Da du hier sowieso auf der Suche bist und einen Gefallen vom lieben Makro willst, kannst du ihm ja auch einen Gefallen tun. Eine Puppe, Resident Perry, mehr nicht. Sobald sie hier ist, bekommst du die Augen. Okay. Gut. Gut, gut, nicht gut. Also.
Ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft da ja jetzt in jeder Zeit wieder rein. Ach Gott, rein können. Okay, wir fassen mal zusammen. Okay. Von Kato und damit von Mondra immer noch keine Spur. Immerhin ist er hier bekannt und auch ziemlich mächtig. Aber der hier das Sagen hat oder zumindest wirklich Bescheid weiß, scheint dieser Quarterbutt zu sein. Ich muss ihn finden. Dafür muss ich in die unteren Ebenen und dafür brauche ich Augen für Krems. Scheint so, als ob hier kein Weg an Makro vorbeiführt. Jo. Die Blues.